vor dir verschiedenste Lebensmittel liegen, die alle etwas verbindet, nämlich worum geht es heute? Genau, heute geht es um die gesunden Fette. Wir wollen, gerade bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind ja auch Fette wichtig. Früher hat man das Fett eher eingespart und gesagt, wir lassen das Fett weg. Aber das ist gar nicht so. Der Körper braucht Fett und vor allem braucht er ungesättigte Fettsäuren. Ja, und die habe ich hier mal mitgebracht. Also hier ist mal so eine Zusammenstellung von ganz vielen unterschiedlichen gesunden Fetten. Fängt an hier, direkt hier vor mir, Fisch. Man empfiehlt halt Lachs oder Makrele oder Hering. Wenn es geht, einmal die Woche. Das wäre toll, weil da sind tolle Omega-3-Fettsäuren drin. Dann haben wir hier die Nüsse, etwas, was eigentlich täglich auf dem Speiseplan stehen sollte. Hier sind, also als Königin der Nüsse sind im Prinzip die Walnüsse, aber auch die Mandeln sind toll oder die Haselnüsse. Also eine Handvoll jeden Tag wäre toll. Da hat man gute Fettsäurenzusammenstellung. Dann haben wir hier die Saaten. Also hier, ja, heute habe ich hier Kürbiskerne, Sesam, Sonnenblumenkerne, können natürlich auch andere sein. Die kann man übers Müsli streuen oder natürlich in Salat reingeben. Also dann schmeckt der Salat besser und er hat auch noch gute Fettsäuren. Ja, und hier die Avocado, etwas, was von weit her kommt. Also man muss natürlich gucken, dass man es vielleicht nicht täglich auf den Plan stellt, aber hat als Frucht ganz tolle Fettsäuren, die unserem Körper auch nützen. Ja, und hier noch die Oliven aus dem Mittelmeerraum. Ja, stellvertretend für die mediterrane Ernährung, gerade bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die ja ganz vorne an. Ja, und da wäre das natürlich was, was man auf jeden Fall auch irgendwo essen könnte. Und es lässt sich ja sogar kombinieren, teilweise in der Pfanne, aber wenn man in der Pfanne was zubereitet, braucht man Öl. Und wie sieht es da aus? Genau, das habe ich noch nicht dazu getan, das kommt aber hier noch, ja. Was natürlich auch aus den Oliven gewonnen wird oder natürlich teilweise auch aus den Nüssen. Ganz speziell und besonders empfehlenswert bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind Oliven, ist auf einer Seite Olivenöl und auf der anderen Seite auch Rapsöl. Die kann man so einsetzen, wie es passt. Schön sind auch kaltgepresste Öle, die man dann halt in den Salat reingibt und ja, erstmal schmeckt der Salat toll und man macht was Gutes für Herz-Kreislauf.